Das letzte Gruppenspiel. Am Nachmittag, am dritten Spieltag der UEFA Futsal Champions League Vorrunde hier in Tirana steht an. Der Gegner des TSV Weilimdorf ist der Meister aus Island. Die Mannschaft gilt hier als die vermeintlich schlechteste der Gruppe. Bisher haben sie ein Punktekonto von sage und schreibe 0 und sie haben ein geschossenes Tor auf ihrer Habenseite. Das war's dann auch. Und die wollten hier heute wenigstens wahrscheinlich noch mit einem Ehrentreffer oder auch mit einem Ehrensieg nach Hause gehen, was die TSV Weilimdorfer Jungs selbstverständlich verhindern wollen. Debütant in der Champions League heute im Tor der Weilimdorfer mit der Nummer 31 ist Max Pönnecke, der das zu verhindern weiß oder verhindern möchte, dass die Jungs hier aus Island einnetzen. Knapp 2 Minuten nach Beginn dieser Partie ein Eckball der Weilimdorfer einmal nach hinten gelegt und dann ist es Ahmad Cindic, der zum 0:1 hier einnetzen kann. Durch die Beine von Torhüter Agote rechts oben an die Strebe. Deswegen sah es fast so aus, als wäre der Ball nicht drin gewesen. Hier dann Torwartfehler. Max Pönnecke viel zu weit draußen. Zweiter Pfosten unbesetzt. Tor für die Isländer. Knapp 2 Minuten nach dem 0:1 steht es 1:1 durch Pereira, die Nummer 6 der Torschütze dieses Ausgleichstreffers. Wir gehen zu einer wahnsinnig guten Parade von Max Pönnecke, der hier jetzt seinen Fehler ausbügeln will und es im Laufe des Spiels auch immer wieder tut, fälscht hier mit seinem Bein den Ball ab und er prallt am Pfosten dann ab und geht nicht ins Tor. Eckball jetzt für den TSV Weilimdorf. Schnörkellos. Wieder ist es Ahmad Cindic, der zum 1:2 einnetzt. Torhüter Agote hier im Chaos seiner Verteidigung völlig hilflos. Immer wieder haben die Isländer vorm Tor, wie auch jetzt hier im Bild, unsere Angreifer den Pivot im Klammergriff. Dieses Mal ist es dem Schiedsrichter aber zu viel. Er pfeift ab und damit ist der Strafstoß aus 6 Metern fällig. Kennedy Alves Ribeiro nimmt Maß für diesen 6 Meter Strafstoß. Er tritt an und schießt Tor. 1:3 aus Sicht des TSV Weilimdorf. Torhüter Agote in dieser Situation machtlos. Kennedy Ribeiro verwandelt. Souverän. Danach kommt es zum Champions League-Debüt unserer Nummer 15 von Lukas Dorfschmidt, der sich kürzlich entschieden hat, sich weiterhin langfristig an den TSV Weilimdorf zu binden. Kurz nach seiner Einwechslung bekommt er auch gleich seine erste Torchance, sieht den Ball hier aber zu spät und ja, hätte ihn nur noch mit dem Fuß über die Linie schieben müssen. Nur wenige Sekunden später, Spieleröffnung durch Max Pönnecke auf Gavric, der hier die Isländer ausspielt. Chipball, Tor zum 1:4. Und das wird auch der Halbzeitstand sein, mit dem der TSV Weilimdorf relativ beruhigt in die Pause gehen kann. Gehen wir in die zweite Halbzeit. Es ist nur 1 Minute gespielt, da trifft hier ein Isländer das Tor, allerdings das falsche, nämlich das eigene. Es steht 1:5 für den TSV Weilimdorf. Knapp 2 Minuten später ein Ballverlust für die Isländer und wir gehen in den Gegenangriff und dann ist es aus 6 Metern Govorko, der zum 1:6 einnetzen kann.
Jetzt dürfte auch den Isländern klar sein, dass an diesem Spielstand nicht mehr viel zu drehen ist. Luis Bachmann erhält seine Einsatzzeit und damit sein Champions League-Debüt auf dem Feld hier in der Olympikhalle in Tirana. Ein Kick durch den TSV Weilimdorf. Einmal wird Richard angespielt. Der kann den Torwart überlisten. Es steht 1-7 für den TSV Weilimdorf. Herrlich aus der Drehung heraus. Inzwischen hat übrigens Torwart Agote hier Platz gemacht für seinen Stellvertreter mit der Nummer 22, Nachtschi. Ein Ballverlust diesmal auf Weilimdorfer Seite. Die Nummer 7 greift an, spitzer Winkel, zweiter Pfosten, Tor für die Isländer, 2-7. Wieder die typische Schwachstelle schon aus dem letzten Spiel hier, der zweite Pfosten unbesetzt. Und das scheinen auch die Isländer sich ganz gut angeschaut zu haben. Die Zeit läuft gegen die Isländer, aber auch Max Pönnecke hat etwas dagegen, dass sie hier noch weiterhin einnetzen mit einer super Parade. Auch den Isländern wird es jetzt nämlich langsam zu eng. Der Torstand von 2-7 bleibt auch der Endstand dieses heutigen Spiels. Und nachdem inzwischen das Spielergebnis vom Abend klar ist, können wir hier verkünden, dass der TSV Weilimdorf mit 6 Punkten sich den 2. Tabellenplatz in diesem Vorrundenturnier der Champions League gesichert hat. An dieser Stelle danken wir den Gastgebern aus Tirana für die Gastfreundschaft und wünschen allen anderen Teams und auch uns eine gute Heimreise. Wir sagen auf Wiedersehen aus Tirana, aus der Olympikhalle hier in Albanien.